Hallo liebe Abonnenten und alle, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, endlich bin ich wieder zurück. Und die Sonne geht gerade unter am Horizont dort drüben. Sehr schön. Ja, schön, dass es gerade Nacht wird. Das passt ja super. Dann können wir gleich mal nach Hause fahren und uns schlafen legen. Wenn wir schon dabei sind. Und ja, genau. Was ich nochmal sagen wollte. Morgen, also ich habe jetzt hier Minecraft Folge 171 und das ist eigentlich jetzt die Folge, die direkt nach 170 kommt und dieses Mal ist es sogar so, dass ich genauso aktuell bin wie ihr. Also ich hatte keine Minecraft Folgen mehr, habe ich aufgenommen. Für mich ist gerade, also dann könnt ihr mal prüfen, wenn ihr das am Upload-Datum seht. Ah, komm schon. Ich hasse es. Ich hasse es. Aber ich reg mich nicht weiter darüber auf. Upload-Datum müsste für mich jetzt, also für mich ist der 17. August. Für euch auch. Wenn ja, dann, ja, kriegt den Keks. Wenn dann stimmt alles, dann ist gut. Denn morgen wird euch bei Octodad ein bisschen was anderes erwarten. Also wird auch Octodad kommen. Aber euch wird ein bisschen was anderes erwarten, was ich selbst auch nicht erwartet hätte, dass es kommen wird. Morgen. Da könnt ihr euch ja überraschen lassen. So, was wollten wir eigentlich machen? Genau, wir wollten Holz fällen. Wir haben genug Holz. Wir haben definitiv genug Holz. Und letztes Mal ist mir wieder aufgefallen, ich habe die Playlist extra runtergeriegelt. Und die ist immer noch zu laut. Die war auf 12 bei Windows Media Player. Jetzt habe ich die auf 9 gestellt. Wenn die jetzt immer noch zu laut ist, dann... Oh, der funky Dance Track. Wenn die immer noch zu laut ist, dann könnt ihr mir das ja sagen. Ich finde das echt nicht gut. Und ich habe selbst gewusst, dass sie zu laut ist, aber... Ich nehme ja nicht mit Audacity auf und deswegen ist die Playlist genau in der gleichen Tonspur wie meine Stimme. Und das ist extrem schlecht, weil dann wird, wenn ich die Stimme lauter mache, wird die Tonspur auch lauter. Von der Playlist. Das ist extrem, extrem doof. Ja. Leider lässt sich nicht dran. Lässt sich nichts dran ändern. So. Noch irgendwas? Knochen. Wir haben auch echt viele Items hier. Ich glaube. Ach, für Leder haben wir noch gar keine Kiste, nicht wahr? Oh. Weißt du was? Tue ich sie einfach mal hier rein. Die Sachen mit dem Leder. Das ist Mushroom. Ach, Mushroom. Wo sollen die denn jetzt wieder hin? Ich gehe mal hier hin. Vielleicht haben wir die irgendwo hier hingetan. Ich kann ja mal gucken. Man sein könnte es ja. Gravel, Flint, Cleanstone. Ich denke mal nein. Ach komm, weißt du was? Ist mir egal. Moment, das müsste eigentlich ja dann. Ich brauche hier nur zwei Kisten. Kohle, da müsste nochmal Kohle hin. Also auf der anderen Seite muss auch Kohle. Flint, Gravel. So, dann kommt hier oben jetzt. Ne, hier unten. Oder? Wollen wir es oben oder unten zuerst machen? Oben, ne? Genau, oben zuerst. Dann kommen nämlich hier die Mushrooms rein. Ist mir jetzt auch doof genug. So. Und dann wollen wir mal gucken. Ne, das Holz müsste ich eigentlich gar nicht mitnehmen, ne? Das hier. Na egal. Und die Wolle, die wollen wir natürlich auch nochmal mitnehmen. Die nehme ich mit. Denn wir wollen auch unseren Eingangsbereich irgendwie bauen. Und der sollte ja auch vielleicht aus... Wo war die Wolle? Wool. Ja, reicht wohl nicht mit der Wolle. Hätte ich mir auch denken können. Red Carpets nehmen wir auf jeden Fall mit, denn die werden gebraucht. Da hat eben gerade was doppelt abgespielt bei der Playlist. Hat sich jedenfalls so angehört. Naja, bin eben nur ein bisschen paranoid wahrscheinlich. Wir haben auf jeden Fall genug von dem Holz. Das freut mich sehr. Ein bisschen Wolle nehmen wir noch mit, denn man weiß ja nie, was man braucht. Denn heute wollen wir ja die Küche und das Badezimmer bauen. Ach ja, für das Badezimmer übrigens, ne? Kann ich gleich wieder runtergehen. Oh, der Hundi ist verletzt. Nicht gut. Dann kann ich gleich wieder runtergehen, denn wir brauchen natürlich noch Cleanstone, nicht wahr? Cleanay. Ich wette, ich habe keine Cleanstone-Kiste. Cobblestone. Ach, die sind auch hier drin, okay. Wie viele Stacks mache ich? Dann müssten mal 4 Stacks von dem Zeug. Ich weiß, es könnte übertrieben sein, aber ich glaube, es ist nicht übertrieben.
Das ist zu wenig, oder? Mal ganz ehrlich, das ist wirklich zu wenig. Und deswegen werden wir jetzt auch schön das Zeug beraten und haben wir Kohle dabei. Da oben ist bestimmt noch Kohle in der Kiste, ich weiß es. Da haben wir die doch hingelegt. Die müsste also eigentlich, diese Kohle müsste also nicht da sein. Ja. Wunderbar, wunderbar. Und ab in den Ofen mit euch. Yay. Ein bisschen davon. Und was ich auch mal ansprechen könnte. Was? Läuft die Playlist überhaupt gerade? Okay. Ich weiß es nicht. Echt? Nö. Die läuft noch nicht mal. Meine Fresse, warum stoppt die denn eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. Das soll nicht sein. No, und dann nochmal hier. Ich weiß, die Bücherregale müssen noch hin, aber wir brauchen erstmal genug Leder. Und wir haben ein Leder. Eins. Ein Stück. Ja, zu dem Thema, was ich ansprechen könnte. Mein Upload-Plan, der ändert sich ja laufend. Das finde ich auch nicht so geil, aber ich kann da nichts dagegen machen. Deswegen, das wird auch morgen was mit Octodad zu tun haben, warum sich der wieder ändert. Und auch mit Feed the Beast. Ne, weil ich habe... Ich weiß, das ist eine Minecraft-Overdose, ne? Eine Minecraft-Überdosis, was ich da eigentlich mache mit Feed the Beast, das weiß ich selber. Aber da habe ich irgendwann gesagt, ja okay, jetzt reicht's mal. Ich habe die Leute genug mit Feed the Beast genervt, deswegen wird das jetzt nicht mehr kommen. Ich glaube, das macht keinem von euch was aus, oder? Mal ganz ehrlich. Das glaube ich nämlich nicht. So. Stattdessen muss man halt noch was anderes an den Start bringen, deswegen... wird es wahrscheinlich dann einmal die Woche oder so Minecraft Survival Games geben. Together wahrscheinlich. Also manchmal together, manchmal nicht. Mal gucken. Wir haben noch nichts aufgenommen. Deswegen, ach, das, die ganzen Schafe schon wieder, ne? Wie bremst man? Wie bremst man? Boah, wie ich das hasse. Na, erstmal können wir dann ja die Schafe wieder reinholen. Du kommst her. Boah, ich merke gerade eigentlich ganz ehrlich wieder, wie ich so richtig Bock im Moment auf Minecraft habe, also richtig. Deswegen wäre das schon eigentlich voll geil, sowas ähnliches wie ein Mega-Projekt. So together auf dem Server zu sein, ist ja schon geil. Naja, aber es soll ja auch interessant für euch sein, deswegen gibt es auch Minecraft Survival Games. Dann wahrscheinlich auch mit verschiedenen Themen, so ähnlich wie beim Commentary. Nur halt mit Minecraft Survival Games im Hintergrund. Aber das wird natürlich auch live kommentiert, ist ja klar. Gibt's doch nicht. Nee, die Kuh soll nicht rein. Boah. Die soll weg, die Kuh. Okay, wenn die Kuh jetzt hier reinkommt, muss ich sie leider umbringen. Okay, du bist tot. Ja, genau. Das Schaf kommt nicht rein, oder was? Ja? Okay, jetzt ist sie drin. Ja, tut mir leid, aber du musst leider sterben. Mit der Spitzhacke, weil die brauchen wir momentan sowieso nicht. Oh man, wird voll schwer, die Kuh zu treffen und die Schafe nicht. Was? Nein. Da ist noch eine Kuh drin. Gut, aber sonst ist keine mehr drin. Ach du Scheiße. So, komm, stirb. Boah, wo ist die? Da. Und wir haben schon wieder zwei Leder gewonnen. Voll cool. Okay, ist noch irgendwo eine Kuh? Ja. Warum ist denn die hier drin? So, auch du bist gestorben. Vier Leder, ist doch schon mal sehr gut. Ich hatte aber eigentlich gar nicht vor, die Kühe hier zu... Ach scheiße, nur 12 Weizen. Nö. Kommt mal alle her, kommt mal alle her. Und ich wette, dieser Soundtrack ist so richtig laut. Die Schafe kommen hier nicht mehr rein, das ist voll geil. Ich kann jetzt machen, was ich will. So, und jetzt... Ach, nee. Diese Schafe. Egal, wir haben so viele Schafe, das ist jetzt egal. So, rein da und ab geht die Post. Und eine Kuh schon wieder ausgebrochen. Oh, die Kühe sind ja alle ausgebrochen. Die werde ich gleich sofort wieder reinholen, wenn ich noch Weizen übrig habe. Und haben sie sich alle gefunden? Gut.
Kann ich ja rumgehen und hier die ganzen Experience einsammeln, wenn die auch irgendwo hier rumliegen. Anscheinend nicht. Und ich muss den Ausgang mal machen hier, ne? Den habe ich noch gar nicht gemacht. Und verarscht. So, perfekt. So, und jetzt brauche ich noch meine kleine Kuh. Nachdem ich mir ein bisschen Baked Potato reingepfiffen habe. Komm mit. Ist noch irgendwo eine Kuh hier? Ich habe doch eben gerade ganz viele gesehen. Da ist noch eine. Ist hier noch irgendwo eine? Ja, kommt ihr beiden erstmal mit. Genau. Wäre sehr gut. Die Kühe gehorchen besser als die Schafe. Und das Schaf ist da was drin gewesen eben gerade. So, ihr drei. Kommt hier. Rein da. Genau. Eins, zwei und le drei. Sehr, sehr schön. Kann ich ja weiter vermehren, ne? Dann hole ich mir da gleich wieder Weizen aus der Bude. Hey. Ach, die hatten ja schon. Die sind ja wieder impotent. So. Müsste aber eigentlich alles fertig sein, ne? Ja, wunderbar. Wir haben schon relativ viele Kühe, muss ich sagen, aber ich werde sie noch nicht schlachten. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen, wie viel Leder brauchen wir eigentlich insgesamt? Ich weiß es nicht mehr. Es muss natürlich alles klappen mit dem Zaun. Und die Kühe dürfen nicht raus. Gut, hat alles geklappt. Und es wird schon wieder dunkel, oder? Ja, super. Und Norton nervt schon wieder, Moment. Ja, perfekt. Alles geht wieder. Naja, wie gesagt, die Minecraft-Survival-Games Runden werden dann halt kommen, wahrscheinlich. Ach nein, jetzt nervt TeamViewer schon wieder. Was ist denn jetzt heute los hier? Ich hab doch alles abgeschaltet. Naja, toll. Es gibt ja auch so Programme, die lassen sich nicht beenden. Also nicht mal im Taskmanager. Das ist richtig nervig. Die habe ich zwar deinstalliert, aber die lassen sich trotzdem nicht mehr beenden. Es gibt wirklich Programme... Nein. Die habe ich deinstalliert, aber die lassen sich nicht beenden. Die sind immer noch in Taskmanager drin, obwohl die gar nicht mehr existieren eigentlich. Das sind bestimmt irgendwelche komischen Programmdateien, die ich im Pfad nicht gelöscht habe. Und selbst mit C-Cleaner bekomme ich die nicht mehr weg. Das ist richtig nervig. Also, ne. Kann ich nicht ab. Oh, Nyan-Cat. Passt super zu dem Wald, ne? Dieser dunkle, schwarze Wald und dann kommt Nyan-Cat. Und ins Bett. Und die Maus flackert schon wieder. Ich hab gemerkt, auf der Aufnahme flackert die gar nicht irgendwie. Das ist voll komisch. Wie weit sind denn meine ganzen Sachen? Die sind wohl fertig. Die Steinchen. Ich habe keine reingeworfen. Ich Idiot. So dumm. Ah, oh, es braucht noch länger. Ganz toll. Schöner Reggae-Mix hier. Hier habe ich auch keine reingeworfen. Ich bin so ein hirnverbrannter Idiot. Ach nö. Na toll, jetzt dauert es noch länger. Jetzt kommen wir hier nicht weg. Erstmal Weizen. Erstmal Weizen holen, denn das brauchen wir jetzt dringend, das Zeug. So, wo haben wir das Zeug denn? Die eigene Weizenkiste muss auch noch kommen, auf jeden Fall. Das geht so nämlich nicht. So, dann nochmal zwei Stacks. Ne, komm, ein Stack reicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks Kartoffeln. Wir werden uns einfach davon ernähren. Wir brauchen keine anderen Sachen mehr. Wir brauchen nur noch Kartoffeln. Wir können Weizen also vollständig zum Vermehren benutzen. Das ist voll cool. Das freut mich sehr. So, das sollte aber eigentlich gleich durch sein. Jopp, das ist doch schon mal schön. Und dann werde ich jetzt wieder auf die Insel fahren und wahrscheinlich noch mehr vermehren, wenn die Kühe gleich wieder potent sind. Denn dann werde ich sie auch irgendwann mal schlachten und dann gibt es richtig schön Fleischmassaker. Haben wir eigentlich noch was drin in der Kiste? Ja, und mal gucken, ob hoffentlich kommt gleich mal ein trauriger Soundtrack. Wenn ein trauriger Soundtrack kommt, dann weiß ich, was ich sagen werde. Ein Thema werde ich erwähnen. Saplings? Okay. Die Birkensetzlinge kann ich mal wieder pflanzen, ne? Was mache ich eigentlich mit denen im Inventar? Und wenn das gleich fertig ist, werde ich noch was reinwerfen, denn der vierte Stack muss ja auch noch. Och, die Kohle habe ich schon weggepackt. Schlaue Idee. Und da muss auch bald eine Höhlentour her, also die werden wir auch demnächst machen. Rüstung?
Ah, sehr schön. Fast tot. Perfekt. Gefällt mir. Ich warte noch, bis das durch ist. Also keine Sorge.